Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief. Wir befinden uns hier in diesem merkwürdigen Geheimgang und ich muss gestehen, ich habe ein kleines Problem. Ja, erstmal natürlich den Fokusblick an. Ich habe ein kleines Problem, ich hoffe, das wird in dieser Folge nicht ganz so sehr auffallen, aber ich muss die Folge hier nachvertonen. Ich habe sie bereits aufgenommen und ja, Order City hat gedacht, ach weißt du was, hast du heute keinen Bock, nimmst du mal nicht auf. Und ja, schade, jetzt muss ich halt, wie gesagt, die ganze Folge noch einmal neu vertonen. Das Podest aus Zhao Zhaos Tagebuch. Hey, unterbrich mich nicht. Das ist älter als das Haus der Blüten. Ganz genau, das haben wir, finde einen Weg, das Podest zu aktivieren. Das Medaillon passt in das Podest. Die Symbole sind eine Art Code, ein Schlüssel. Ja, ganz genau. So, wir können sie jetzt einsetzen, müssen aber erstmal die Symbole finden. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Verrate ich euch jetzt schon mal, das spoilere ich euch voll brutal vor. Ja, jetzt erstmal geguckt. Aha, so geht das, ja. Ja, so. Okay, ich kann die Ringe wechseln und wir können die Symbole, die auf diesen Ring graviert sind, ebenfalls einstellen. So, und jetzt durchsuchen wir noch die Gänge. Sehr merkwürdig alles. Wie wir herausfinden gleich, gibt es hier einige Gucklöcher, in denen wir unser, ja, unsere voyeuristische Ader voll und ganz ausleben können, sofern wir dies wollen. So, einmal lugen. Machst du noch mehr als nur vor mir auf und ab zu gehen? Was? Vielleicht ein bisschen anfassen? Was? Oh, hallo. Du Ekelhaften. Oh. Etwas fester beim nächsten Mal, ja? Nur ein bisschen. Nee. Oh, ach, guck mal an. Und da haben wir schon das erste Symbol. Oh, jetzt habe ich dich wieder verloren. Oh, ja. Nee, geh weg, du bist ekelhaft. Okay, hier haben wir kein Kuckloch. Gut, und jetzt, was? Ich will das nicht hören, ich will das nicht hören. Ah, kleine Hundebabys. Okay, halten eh. Flieder, ich glaube, du machst das mit Absicht. Du weißt, ich warte nicht gerne. Ein Mann, der für den Baron so wichtig ist, wie ich es bin, erwartet stets Perfektion. Ein Mann, der für den Beruf so wichtig ist. Oh, Meister Eastwick. Hallo? Ihr wisst, wie man ein Mädchen glücklich macht. Hui. Mach mal, tut. Ach, guck an, da ist es nicht. Ich kenne diesen Kratzer, das ist eine der Markierungen auf dem Medaillon. Es gibt noch mehr. Ah ja, so, finde einen Weg, das Podest zu aktivieren. Eins von vier Symbolen gefunden. Und jetzt dürfen wir quasi nochmal zurückgehen und alle Symbole, die wir bisher gefunden haben, noch einmal uns angucken, damit wir diese auch wirklich registrieren. Nur ein bisschen. So, wo war's? Ah, hier ist es. So, tatsächlich, was? Jetzt gib's mir richtig. Hast du ihn gerade... richtig? Na los, du kannst das doch besser, Liebes. Was? Bam! Hallo? Hallo, darf ich auch mitmachen? Ja. Gib ihn, hau ihn. Bam! In die Fresse. Aber mit dem Stock auch nochmal. Na komm schon. Nochmal. Aha. Ja komm, nochmal mit Anlauf. Bam! Ach, lass mich auch rein. Ich will auch. Ich habe nur richtig... Okay. Kann ich jetzt mit dem Pfeil? Der mag es doch richtig hart. Nee, lassen wir. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, ich weiß, ich um meine kranken Gedanken, aber die Leute hinter der Mauer, die sind in Ordnung, oder? So, wo war das andere Symbol, beziehungsweise die anderen Symbole? So, einmal hier. Wo war's? Aha. Gut, drei Symbole gefunden. Und das vierte Symbol ist... hier. So, wo ist das Symbol? Hört auf damit. Hallo? Wo habt ihr ein Symbol? Hallo, ich will das Zeichen. Nein, ich will nicht ein Zeichen, damit ich reinkomme oder so. Nein, ich will ein... Warum trägst du überhaupt eine Maske? Okay, lass mal das. Okay, irgendwo anders ist das Symbol. Wir finden es schon noch. Hier sind wieder diese komischen Lichtpartikel. Und wir haben in der letzten Folge... Okay, hier geht's wieder raus. Wir haben in der letzten Folge wieder mal einen kurzen Ausschnitt aus Aarons Vergangenheit gesehen. Scheinbar war sie hier ebenfalls beschäftigt als, als Drossel, ne? Als Bordsteinschwalbe und... Naja, hat ihr aber scheinbar nicht so gut gefallen. Hat sich gedacht, warum sind immer nur die Männer die Stecher? Ich will auch mal. So, ach, guck an. Hier haben wir das letzte Symbol. Das Dumme ist,
4 Ringe mit Symbolen auf dem Medaillon. Das heißt, genau. Ich muss noch mehr finden. Ja, ganz genau. Wir stehen vor einem Symbol und trotzdem müssen wir... Ja, ich bin ein bisschen stur. Jetzt habe ich die anderen 3 Symbole schon... Ja, ja, ich gebe es dir gleich richtig. Oh, lass mich rein. Ich würde es ihm geben. Na komm schon, weiter. So. Und wie wir sehen, uns fehlt immer noch das 4. Symbol. Das haben wir gerade eben an der Wand gesehen. Allerdings... Ja, da können wir jetzt machen, was wir wollen. Solange es nicht offiziell registriert wurde, können wir nichts mit dem Medaillon anfangen. Und jetzt passt mal auf. Ich gehe vor. Und jetzt erst... Wurde das Symbol ausrichten. Akzeptiert? Tatsache, jetzt müssen wir es... Nein, 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 was machst du denn da? Ach, so, nein, zurück, zurück. So, jetzt nein. Oh, Kollege, so ist richtig. Halt doch mal die Schnauze da hinten. Meine Fresse. So, neue Karte. So, und jetzt rein. Na, das sieht ja richtig einhand. Erkunde die alten Ruinen. Aber was denn für Ruinen? Was, wieso Ruinen? Ich will ein Buch. Was ist das denn hier? Jetzt mal im Ernst. Was soll denn das? Ja, klasse Sache. Okay, hier geht's runter. Ja, hier geht's runter. Ich bin verletzt. Das hier war sehr lange Zeit verschollen. Aber diese Stadt vergisst nie etwas und hütet ihre Geheimnisse. So wie diesen Schriftrollen. Das haben wir wohl gemeinsam. Das haben wir gemeinsam, genau. So. Okay, und wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir hier durch? Hallo? Vor allen Dingen, hier sind so viele Bücher. Aber nichts davon können wir lesen, oder wie? Hallo, ich möchte was lesen. Hallo? Vor allem möchte ich hier weiter. Hallo, bin ich jetzt gefangen, oder was? Hier hoch geht nicht. Nein. Okay, wir müssen ja auch, der Pfeil sagt, wir müssen... Irgendwo anders lang. Hallo? Okay, hier kann ich... Okay, das ist jetzt unwitzig. Wie komme ich hier raus? Hallo? Ich möchte jetzt gerne... Moment mal. Okay, ich verstehe das jetzt gerade. Okay, wir müssen... da irgendwie lang, aber wie? Kaputt machen kann ich nichts. Seilpfeile gibt es hier auch nicht irgendwie zu verschießen. Ach, guck an, hier. Okay, halten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Boah, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder so eine Erinnerung von Aaron, wo ich mich voll erschrecke. Okay. So. Okay, Fokusblick, nichts. Was ist das? Eine Falle? Eine Falle? Was ist das denn? Aha. Was ist jetzt passiert? Hallo? So. Da müssen wir lang. Diese alten Fallen sicher entschärfen. Welche alten Fallen? Nein, 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 wieso? Warum? Ja, okay. Welche Fallen denn? Ja, vielleicht kommen die voll entschärfen. Tot. Ja, ja, ich habe den Ring, den Messer wollte direkt vom Finger des Siebeshänger-Generals selbst gestohlen. Erkunde die alten Ruinen. So, einmal... Vielleicht einmal Fokusblick? Okay. Gut, das hatten wir ja schon. Ja, ich weiß nicht, wo eine Falle ist. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Ja, ja, Falle hier und so weiter. Wo ist denn hier? Beziehungsweise, wo kann man hier die Falle entschärfen? Aha. Ah, ja, okay. Gut. Die führt hier lang. Fokus. Irgendwie kann man diese alten Fallen sicher entschärfen. Wahrscheinlich aber nicht direkt an der Falle, oder? Kann ich die da direkt da am Dings abknipsen? Nicht draufsteigen, nicht draufsteigen. Nee, irgendwie geht das nicht. Hallo? Unwitz. Ah, okay. Vielleicht einfach mal hier Knopf drücken. Ja. Ja, super. Okay. Wir haben eine Tür, da lugen wir erstmal natürlich durch. Ist das laut? So, okay. Nichts da. Also machen wir mal auf. Muss man noch nicht mal knacken. Bäh.
Noch mehr Ruinen, was das denn? Unterirdische Ruinen, vergessene Ruinen. Ich will keine Ruinen, ich will ein Scheißbuch. Was ist denn das hier? Wer sagt denn, dass wir überhaupt richtig sind? Oh, toll, noch mehr Fallen und was zum Klauen. So, gibt das her. So, vorsichtig. Okay, da müssen wir lang, da ist aber eine Falle. Die können wir eigentlich direkt entschärfen, war ja richtig anspruchsvoll. So. Okay, da ist eine Tür, da werden wir jetzt zuerst hingehen. Ja, aber erstmal durchgucken. Wir können Schloss knacken. Ah, schön. Nackte, kalte Wand. Ja doch, da muss ich unbedingt hin. Da lohnt es sich auch, ein Schloss zu knacken. So. Okay, vorsichtig. Und zack. Jo, das war doch... Warum eigentlich? Jetzt mal ganz im Ernst. Naja, okay, ich sag nichts. Okay, da ist die Tür. Wir müssen hier runter, beziehungsweise wir wollen hier runter. Es ist dunkel. Spähen? Was soll ich denn da spähen? Okay, keine Falle an sich. Okay. Dann mal weiter, weiter, weiter. Ist das hell, Alter? Erst dunkel, dann hell. Was ist denn hier los? Okay, nochmal. Okay, wir haben nochmal Medaillon, können das aber jetzt nicht einsetzen. Wir brauchen irgendwoher irgendwelche Zeichen. Haben wir irgendwas verpasst? Hallo? Irgendwo? Hallo? Okay, mit roher Gewalt geht selten was auf. Okay, ich habe hier Symbole. Allerdings keine, die ich bereits vermerkt und aktiviert habe. Gibt es hier irgend... Ach, guck an. So, habe ich die? Hallo? Nicht aktiviert? Aktiviert? Keine Ahnung. Reicht es, wenn ich die mir einmal angucke? So, und was... Wie viel haben wir noch? So, noch eine und... Noch eine. Sieht aus wie tot. Habt ihr es gelesen? So, war es das schon? So, hier ist nichts mehr. Da geht es nach oben. Na dann mal los. Ab durch die Hecke. So. Ah ja. Weiter. Nein. Genau. So, nächste. Nein, 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 nein. Nein, zurück. So ist richtig. So, nächste. Das klappt schon noch. So. Guck an. Wie schön. Sesam, tu dir öffnen. So, antike Figur. Eine antike Figur, verdammt. Ah, okay. Sammlerstücke. Unikate. Diese geschnitzte Figur, den geheimen Hallen der unterirdischen Stadt entrissen, erweckt einen seltsam vertrauten Eindruck. Wow, wow, wow. Warum seltsam vertraut? Naja, schließ mal das Journal. Okay, und jetzt, was haben wir hier? Können wir da auch noch was machen? Hallo? Okay, mach den unteren mal wieder. Weiter. So, nein. So, und jetzt setzen wir rein. Ach, wie schön, guck an. Was haben wir hier? Altes Goldstück. Naja. Und was ist da hinten? Hier kann man nichts mehr machen. Hallo? Was ist denn damit? Achso, ist schon auf. Altes Goldstück, 17 Gold. Naja. Besser als in die Hand gebissen. So, und jetzt schnell wieder zurück. So. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Kurz gucken. Was ist dunkel hier? Okay. Gut, keine Falle, wie es aussieht. Also würde ich sagen, was? Oh Mann, wo sind wir? Was machen wir hier? Okay. Einmal Schloss knackt nicht. Okay, was? Leer? Aber nee, hier ist nichts.
Oben? Vielleicht? Nicht? Habe ich da nicht nachgeguckt? Okay, irgendwelche Schritte? Sind das unsere eigenen oder ist hier irgendjemand? Hallo? Hallo? Alter, wo muss ich lang? Na? Was war das? Alles dunkel. Aber von hier kommen wir doch. Okay, spielen will ich hier nicht. Ja, gut. Ich würde sagen, wir müssen hier runter. Okay, da geht es nicht weiter. Also. Ja, sieht auch sehr einladend aus. Für ein gottverdammtes Mistkackbuch. Sorry, liebe Leute, aber okay, das ist eine Fackel, die wir an- oder ausmachen könnten, wenn sie an wäre, aber na, ich lasse das jetzt mal. Mann, 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 Mann. So, weiter. Okay, wir kommen unserem Ziel näher. So, lauf, lauf, lauf. Okay, hier ist nichts. Oh, wenn es hier irgendwelche Schockmomente gibt. Was ist das? Wow, was für Schatten. Ah, okay, oben sind... Aha, ja. Ah, was zum Clown. Ja, endlich mal wieder. Und gleich Schloss knacken, ernsthaft. Genau wie vorhin bei der Tür. Jetzt mal ganz im Ernst, wir sind hier allein. Tief unten in den Katakomben. Da würde ich doch einfach mal kaputt treten oder so. Jetzt mal im Ernst. Für einen Schriftrollenhalter. Naja. Inventar ist voll. Okay, hier gibt es scheinbar nichts. Und wir müssen, denke ich mal... Ja. Wir haben ein klares Ziel vor Augen und ich würde sagen... Die Rede war von einem Buch, Orion. Nicht von einer Bibliothek. Na, klasse. Das müssen hunderte Bücher sein. Ja, super. Durchsuche die verlassene Bibliothek nach dem Buch. Ernsthaft? Euer Ernst? Euer fucking Ernst? Entschuldigung, aber, ich will nicht. Was ist denn das hier? Ah, was zum Drücken. Aha, ein Schalter drücken? Moment. Okay, Bücher, 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 Bücher. Hallo? Ein bisschen langsam. Bisschen langsam. Hallo? War da nicht eben? Oh. So überempfindlich. Hallo? Ah. Jetzt? Na, nein, 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 nein. Hallo? Nein. Oh. Neue Karte. Was ist das? Aha. Du hast einen neuen Fokuspunkt. Öffne das Journal, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Ach, guck an. Ach, wie schön. Was haben wir hier? Was können wir hier klauen? Ein Sammlerstück. Das nehme ich mit. Erinnerung an einen Steinmetz. Aha, okay. Gut, dann gucken wir uns mal kurz Fokus-Upgrades an. Geschicklichkeit. Fähigkeit, Argus, Person, schnell mehrere Objekte zu stehlen. Nee. Ja, Funktion oder Funktionsverhalten, Schießmechanismus, um wirklich vorzustellen. Was haben wir denn jetzt? Was haben wir? Was können wir? Intuition. Fähigkeit, versteckte Beute und Sammlerstücke aufzuspüren. Handabdrücke zeigen den Weg. Ja. Fähigkeit, Geräusche und Gefahren unmittelbarer Umgebung visuell zu orten? Nee. Nee. Kampf. Fähigkeit, einen Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Beschleunigt deine Aktion im... Verlangsamt wird... Effizienz reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie leicht. Scharfschütze. Zoom erhältlich. Okay. Tarnung. Fähigkeit verborgen zu bleiben, während man Fokus benutzt. Ja, ganz ehrlich. Boah, nee, ich kann mich nicht. Ich würde sagen, das machen wir später irgendwann mal in Ruhe. Ja. Ist hier noch irgendwas? Können wir dann raus? Weil langsam sind wir auch an der Zeit. Irgendwas noch hier? Na, dann drücken wir mal.
So. Gut, dann kommen wir jetzt auch endlich zum Ende. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht ganz so schlimm mit dem Nachvertonen meiner misslungenen Aufnahme. Gut, ich gucke jetzt ziemlich noch ein bisschen um, aber wirklich viel mache ich nicht mehr. Denn hier habe ich schon angekündigt, dass wir uns gleich in den Endscreen verabschieden und die ganzen Rätsel in der nächsten Folge lösen, was wir dann auch tatsächlich tun werden. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, aber ich denke mal, das werde ich auch gleich nochmal im Endscreen erzählen und ja, somit würde ich sagen, war's das und ab in den Endscreen. Ja, liebe Leute, klau mal eben ein Buch aus dem Puff. Das klingt doch viel einfacher und vor allem auch schneller, als es tatsächlich ist. Der Level nimmt ja gar kein Ende. Und jetzt müssen wir auch noch eine ganze Bibliothek nach dem einen Buch absuchen. Das kann ja ein Fest werden. Und naja, ob wir das Buch schon in der nächsten Folge finden, ich hoffe, wir finden es gemeinsam heraus. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Thief. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Ciao. To remain free in the city of chains, that is still the greatest prize. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. I've got a whole list of people with shinies worth stealing, and you've got a city to reacquaint yourself with. North Crest Manor, somewhere in here rests.